Moin Moin, willkommen zu einem neuen C-Sharp-Tutorial. Und zwar werde ich meine Client-Server-Anwendung nochmal etwas überarbeiten. Diesmal habe ich mich auch ein bisschen darauf vorbereitet, so dass das Ganze dann nicht in einem Wurst-Programm endet, sondern da was einigermaßen Vernünftiges rauskommt. Ich lege einfach mal eine neue Forms-Anwendung an und nenne die Chat Projekt. Aber bevor wir uns mit der eigentlichen Programmierung vertraut machen, erkläre ich euch noch etwas Neues. Und zwar fügen wir uns zwei Konsolenanwendungen hinzu. Die eine nenne ich Konsole Server und die zweite nenne ich dann Konsole Client. Und zwar werden wir nicht die TCP-Klassen an sich benutzen, sondern die Socket-Klassen. Und dafür erstmal ein paar Using-Statements. IO using system.net und system.net.sockets. Das brauchen wir in beidem. So, fangen wir mit dem Server an und als allererstes deklarieren wir uns einen Socket. Den nenne ich mal Sock, ist gleich New Socket. Und jetzt können wir die Adressfamilie, den Socket Type und den Protokoll Type mitgeben. Die Adressfamilie ist ein Enum und das sind halt eine Menge Protokolle, aber wir wollen das Inter-Network-Protokoll benutzen, also IPv4. Das ist momentan gängig, also werden wir das benutzen. Als Socket-Type werden wir, wo ist das Enum? Da, Socket-Type werden wir ein Stream nehmen. Und als Protokoll-Type nehmen wir IPv4. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob das mit der Adressfamilie auch stimmt. Ja. So, jetzt haben wir ein Socket, aber was ist ein Socket eigentlich? Also ein Socket ist ein Endpunkt und zwar ist das ähnlich wie ein IP-Endpunkt. Um das Ganze mal zu erklären, ohne das andere Video gesehen zu haben, ein IP-Endpunkt ist ein Endpunkt und ich mache einfach mal einen neuen. Er gibt halt eine IP-Adresse und einen Port an. Als IP-Adresse nehme ich jetzt einfach mal IP-Adress.any und Port ist 12345. Das heißt also, dieser IP-Endpoint zeigt auf jede von diesem Computer aus nach außen hin sichtbare IP-Adresse mit dem Port 12345. Das heißt also, wenn von draußen jemand sagen möchte, hallo, hier bin ich, kannst du mir irgendwelche Daten senden, lieber Server, dann wird er einen IP-Endpoint benötigen und wenn der Server sagt, so, ich horche jetzt auf jeder IP-Adresse, die ich kriegen kann, also IP-Address.any und dazu nehme ich Port Nummer 12345 und von außen, keine Ahnung, der liebe Bundestrojaner klopft an die Tür und fragt, ob er Daten haben kann. Und der Server wartet auf Verbindung. Dann wird also der liebe Bundestrojaner von außen dann abfragen, diesen Computer. Von irgendwo hat er dann die IP-Adresse herbekommen. Und der Port ist fest eingestellt. Das heißt, mein Computer ist dieser Endpoint und dieser Endpoint zeigt halt auf den Port 12345 mit meiner IP-Adresse.
So, und ein Socket ist etwas Ähnliches wie ein IP-Endpoint. Nur kann man mit der Socket-Klasse auch zum Beispiel mit der Send-Methode Daten über diesen Endpoint, sage ich mal, senden und auch empfangen. Und man kann auch diesen Endpoint binden mit der Bind-Methode. Und jetzt geben wir auch einen Endpoint mit. Und zwar ist das der Endpoint, auf dem wir sozusagen horchen wollen. Den deklariere ich auch mal schnell. Das ist jetzt nur ein Endpoint und kein IP-Endpoint. IP lokal ist gleich new Endpoint. So. Was ist denn nur schon wieder? Ach so. Natürlich können wir auch ein IP-Endpoint übergeben, denn Endpoint ist eine abstrakte Klasse. Das habe ich jetzt nicht gewusst. IP-Endpoint ist gleich new IP-Endpoint. Und als IP-Adresse verwende ich 127.0.0.1. Das ist immer der lokale Computer, sprich meiner jetzt. Das Ganze muss ich dann noch mit einer new IP-Address und okay, dann machen wir das so. Also wir haben den String, den wir brauchen, und wir übergeben jetzt IP-Address.parse und dann den String. Und der String ist nein, nicht localhost, sondern 127.0.0.1. Und als zweiten Parameter übergeben wir noch den Port. Nehme ich jetzt einfach mal 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar ist die Parse-Methode eine statische IP-Adressen-Methode und sie nimmt halt einen String und macht daraus eine IP-Adresse. Und eine IP-Adresse ist immer in vier Datensegmente unterteilt. Und jedes dieser Segmente kann eine Zahl von 0 bis 255 darstellen. Sind also jeweils ein Byte groß. Und ja, das wird dann halt intern in eine IP-Adresse umgepasst. Und jetzt haben wir den Endpoint und jetzt können wir unseren Socket an diesen Endpoint binden. Wie IP-Endpoint da. So. Und jetzt wartet unser Socket auf einen anderen Socket oder halt auf eine Verbindung, die reinkommt, egal von wem sie gesendet wird. Und diese Verbindung müssen wir dann noch annehmen. Also sock.accept. Und diese Methode, sieht man hier schon, gibt uns einen anderen Socket zurück. Den wollen wir natürlich auch weiter verwenden. Also ein Socket, Client Socket ist gleich unser Socket, der hört, also auf eine Verbindung wartet, gibt uns dann den Client Socket zurück. So. Als nächstes werden wir dann noch ein paar Daten empfangen. Aber zuerst schreiben wir mal in die Konsole, dass ein Client connected ist. Also Konsole WriteLine Client connected. Und als nächstes wollen wir Daten lesen, die uns der Client schickt. Und das machen wir mit der Client Socket.read Methode, receive meine ich natürlich, host, ist aber fast das gleiche.
Und zwar möchte die Receive-Methode einen Byte-Buffer, ein Byte-Buffer mit ganz vielen anderen Parametern oder eine Liste mit Segmenten von Bytes. Aber ich werde einfach die ganz normale Byte-Buffer-Methode benutzen. Und dafür deklariere ich mir einen Buffer, und zwar ist das ein Byte Array. Buffer ist gleich new Byte. Ich nehme mal als Buffergröße 64 und übergebe das Ganze jetzt. Allerdings erstelle ich mir gleichzeitig noch ein Integer. Mit RecBytes meine ich Received Bytes. Das ist nämlich der Rückgabewert der Receive-Methode. Man sieht schon, es gibt Int zurück, und diese Int-Anzahl ist halt die Menge der aus dem Buffer gelesenen Daten. Sprich, wenn ich jetzt sage, ich sende nur 32 Bytes an Daten hier rein, und ich kann also auch nur 32 Bytes lesen, dann wäre jetzt RecBytes 32, weil halt nur 32 Bytes in diesem zu lesen da waren, aber mein Buffer eigentlich größer ist als 32 Bytes. So, also übergebe ich jetzt den Buffer noch, schließe das ab. Und gebe jetzt aus Konsole.WriteLine. Es wurden Variable Bytes empfangen. Doppelpunkt. Und die Variable ersetze ich gegen RecBytes. Und jetzt muss ich nur noch ausgeben, was wir denn bekommen haben. Und das mache ich mit Konsole.WriteLine. Und zwar ASCII-Encoding, ASCII getString. Und da können wir jetzt ein Byte-Array übergeben, und das macht daraus einen String. Beziehungsweise auch ein Byte-Array mit Startindex und Größe. Das werde ich jetzt benutzen, weil wenn wir nur 32 Byte empfangen, haben wir noch 32 Byte hier übrig, und die wären dann halt immer 0, und zu einem String konvertiert wären das dann ganz viele nicht darstellbare Zeichen, und ist halt doof, dann ist die Konsole mit unsichtbaren Zeichen voll. Da will ja keiner. Und zwar übergeben wir den Buffer. Als Startindex nehmen wir 0. Und als Anzahl der Bytes, die benutzt werden sollen, nehmen wir einfach die Anzahl von den Bytes, die wir überhaupt gelesen haben. Jetzt noch ein Konsole.read. So, ich starte das Ganze mal. Es ist natürlich das Falsche gestartet worden. Ich muss nämlich den Server als Startprojekt festlegen. Und genau, ich habe bei der Address Family noch was falsch gemacht. Natürlich nicht Address Family, sondern beim Protokolltyp. Wir wollten ja eigentlich TCP verwenden und nicht das IP-Protokoll. Also Protokolltyp.tcp. Und jetzt sollte es gehen. Und da habe ich noch was vergessen. Und zwar binden wir den Socket zwar an diesen Endpoint, wir müssen ihn aber auch diesen Punkt abhören lassen, also Punkt listen, und der Backlog, das heißt den Integer, den wir übergeben, das ist die maximale Anzahl an Clients, die sich verbinden dürfen. Dann nehme ich jetzt einfach mal einer reicht mir,
Aber jetzt sollte es klappen. Und es passiert gar nichts, das ist schon mal gut. Ich lasse mir jetzt jeweils hier noch was in der Konsole ausgeben. Und zwar, Server wartet auf Client und Server ist an Endpunkt gebunden. Und jetzt warten wir also, dass ein Server kommt und connecten möchte. Wir warten jetzt also hier auf dieses Socket.accept und solange da nichts passiert, können wir ewig warten. Und mit der Client-Programmierung von Sockets beschäftige ich mich dann das nächste Mal. Also bis dahin, ciao.